Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bin immer noch heiser, die gleiche Aufnahmesession zum letzten Mal. Hoffe, dass das nicht allzu sehr stört. Wir entdecken gerade jede Menge neue Inseln, weil ich unser Schiff ja einmal rund geschickt habe. Das ist diese Insel hier, da haben wir auch nochmal Paprika. Ist auch eine kleine Insel. Zumindest auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick. Ist eine Mini-Insel. Dafür gibt es hier Paprika. Und auch Trauben. Meine Erfahrung in Anno 1800 ist, ich würde es minimal nennen. Von daher habt bitte Nachsicht mit Fehlern, die ich mache. Wir können alles korrigieren. Der Versetzen-Modus ist kostenlos und ich hoffe, dass wir ihn nicht allzu häufig brauchen. Aber wenn wir ihn dann brauchen, ist es ja, denke ich, auch nicht so schlimm. Was ich jetzt baue, ist die Taverne, das Wirtshaus. Und das setze ich jetzt hier dran. Das stellt dann schon mal sicher, dass unsere Leute hier ein bisschen zufriedener sind. Danke für die Liebenswürdigkeit. So, dann sind jetzt hier auch beide Luxusbedürfnisse gestillt, nämlich das Wirtshaus und der Schnaps. Grundbedürfnisse haben wir eh schon durchgehabt. Der Zeitpunkt ist gekommen, um die ersten Arbeiter anzusiedeln. Genau, jetzt geht es nämlich darum, die Häuser aufzurüsten. Mit Ausbauen werden uns alle Häuser angezeigt, die sich zum Aufsteigen qualifizieren. Die haben dann so einen Pfeil hier drüber. Und ich würde immer zentrumsmäßig aufrüsten. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, mehr können wir momentan nicht. Und jetzt haben wir erstmals nicht nur Bauern, sondern auch Arbeiter. Arbeiter haben neue Bedürfnisse. Die Häuser sehen natürlich erstmal ganz anders aus. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Sehr hübsch sind sie nicht. Aber gut. Lass uns doch mal wieder treffen. Die wollen zum Beispiel Wurst, die wollen Seife, die wollen Brot und sie wollen eine Schule. Quatsch doch nicht immer dazwischen, Hanna. Und ja, für die Luxusbedürfnisse gibt es hier noch die Kirche und Bier. Das kann man allerdings sehr gut nachvollziehen. So. Ich mag nicht so die Standardansicht, die finde ich etwas zu sehr von oben drauf. Ich mache immer so ein klein bisschen runter noch vom Kamerawinkel. Irgendwie sieht es für mich natürlicher aus. So. Okay, gut, hier sind jetzt jede Menge Deko-Ornamente noch dazu gekommen. Schauen wir mal, für die Arbeiter haben wir hier diese neuen Möglichkeiten. Wir können jetzt auch Pflasterstraßen bauen. Da sind die Ziegelsteine. Die Handelskammer, die umliegende Gebäude verbessern kann mit Items. Kirche, das kriegen wir dann alles, wenn wir mehrere oder wenn wir noch mehr Arbeiter haben. 150 brauchen wir. Und wir haben erstmal nur 30. Aber wir könnten jetzt schon anfangen. Oder soll ich vielleicht erstmal schauen, dass wir noch die Feuerwache setzen? Das Ding ist nämlich mit dem Feuer oder mit der Feuerwehr hier, die ist erst nach einer gewissen Zeit einsatzbereit. Und das erste Feuer kommt bestimmt. Ja, das ist super. Das ist halt das erste Gebäude, was gar nicht so wirklich gut reinpasst. Das würde ich mal so drehen. Ja, ich setze mal kurz zwei Häuser hier hin. Eine Straße dazwischen. Dann die Feuerwache so. Und dann setzen wir jetzt hier so ein bisschen Ornamente hin. Hier so einen großen Baum. Apfelbaum. Und einen kleinen Brunnen. Blumen für die Dame. Und dann haben wir hier die Feuerwache stehen. So, da fehlt ja noch ein Stück Straße, jetzt ist es da. Und hier sieht man das jetzt. Die Feuerwehrleute müssen erst ausgebildet werden. Und wenn dann schon Feuer wütet, dann kann es zu spät sein. Dann verlieren wir Häuser. Deswegen bezahle ich lieber jetzt ein bisschen länger den Unterhalt. Weil, wie gesagt, das erste Feuer kommt garantiert. Okay. Einfluss von der Feuerwehr ist hier auch überall noch gegeben. Bis hier runter, da hört der Einflussbereich dann auf.
muss man ein bisschen darauf achten. Ich glaube, dass insbesondere hier diese Schnapsbrennereien eigentlich auch eine Feuerwehr gebrauchen könnten. Aber ich möchte mir jetzt nicht noch eine leisten. Wir lassen es mal drauf ankommen. Fehlende Waren. Welche Effizienz haben die Holzfäller jetzt? 100, okay. 100, alles klar. Die arbeiten also gut, aber es fehlen jetzt hier Baumstämme. Problem könnte sein, dass wir zu wenig Karren haben, denn wir haben ja hier nur zwei. Oder zwei Laderampen, besser gesagt. Ja, das müsste aber egal sein, weil die ihr Holz direkt hierher bringen. Die gehen, glaube ich, gar nicht über das Kontor. Ja, obwohl. Bin ich jetzt gerade nicht sicher. Könnt ihr jetzt natürlich beobachten, aber wir bauen mal weiter. Und zwar gehen wir hierher und bauen die Würstchen, glaube ich, machen wir zuerst, oder? Ja, die Würstchen. Würstchen. Verhältnis 1 zu 1. Es bleibt noch einfach. Schweinezucht. Ich baue ein weiteres Kontor. Entschuldigung, Lagerhaus. Und würde das vielleicht hier machen wollen. Wenn es jetzt nicht passt, können wir es immer noch verschieben. Erstmal die Straße hier runter. Okay, und dann geht's los. Dummerweise habe ich immer noch nicht geschnallt, dass man mit der mittleren Maustaste dreht. Die Schweinezucht, die kriegt so komische Felder da dran. Das muss ich mir jetzt auch eben ansehen. 5 Stück, genau. Oh Mensch. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt also perfekt so. Jetzt bewegen wir den ganzen Kladderadatsch hier hin. Löschen diese Straße. Ziehen die hier ein bisschen länger. Und dann kopieren wir das einmal hier hin. Doch noch mal ein bisschen anders. Und zwar so. Okay. Und dann noch zwei Metzgereien. Und die stelle ich jetzt hier hin. Ah! Die kann ich nicht bauen. Dafür brauchen wir erst die Ziegelsteine. Ach Mist, sowas Blödes. Okay, dann müssen wir erst die Ziegelsteinmanufaktur aufbauen. Jetzt brauchen wir eine Lehmgrube. Jetzt müssen wir gucken, wo hier Lehm auf der Insel ist. Da haben wir einmal Lehm. Und ich hoffe noch woanders. Wie viele Lehmgruben hatten wir? 3 Stück. Da, da und da. Okay, die sind alle hier recht nah beisammen. Ich werde diese hier nehmen. Jetzt muss ich hier noch ein Lagerhaus bauen, weil ich nicht... Weil ich das nicht wusste, dass wir das auch brauchen. Okay, ist nicht schlimm.
Weißt du, was wir mit Royalisten tun? Wir schicken sie zu den Fischen. So, jetzt muss ich aufpassen. Irgendwo ist mein Schiff scheinbar bei den Piraten angekommen. Nicht, dass wir hier gleich angegriffen werden. Schiff unter Beschuss. Ja. War klar. Segel! So, dann fahren wir jetzt hier hin. Dann da. Dann da. Und dann wieder da. Okay, haben wir leider ein bisschen Schaden genommen hier. Ich hatte befürchtet, dass das passiert. Ist klar, wenn du das Schiff so losschickst, dass es irgendwann auf die Piraten stößt. So, Calamity Cove. Jetzt haben wir hier nicht genug Arbeitskraft. Und wir brauchen hier erstmal noch die Ziegelei. Und da ist das Verhältnis 2 zu 1. Das heißt, 2 Ziegeleien pro Mehlgrube. Lehmgrube, nicht Mehl. So. Das Emporium Exotique freut sich über deine Gunst, wenn du sie dir leisten kannst. So, das ist, kann das so gedruckt werden? Piratennest. Und das ist der Redakteur, der fragt jetzt, ob wir die Zeitung so drucken lassen möchte. Bin zu Geld gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Für dich gerne Willy. Dann haben wir Willy Wibblesock entdeckt und jetzt müssen wir schauen. So. Die Beziehungen zu Anne Harlow haben sich jüngst verschlechtert, melden verärgerte Botschafter wegen grundlegender Differenzen zwischen uns. Wir hoffen, die Bedeutung guter nachbarschaftlicher Beziehungen wird nicht unterschätzt. Ja, plus 25% Aufstandswahrscheinlichkeit. Dafür haben wir hier minus 50, weil Wolfswill voller Freude ist. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln, äußerte sich ein Bewohner bei der jüngsten Volkszählung. Aber wunschlos glücklich bin ich nicht. Naja, und dann noch die Bankrotterklärung. Ja, weil wir negative Bilanz haben. Ich werde das jetzt so veröffentlichen, ohne daran rumzulektorieren. Wir können Einfluss ausgeben, um hier die Artikel zu, ja, ich sag mal, zensieren und andere Artikel zu veröffentlichen, die die Stimmung nicht so aufheizen zum Beispiel. Aber das machen wir jetzt nicht. So. Diplomatie. Den haben wir kennengelernt. Willy Wibblesock. Mit dem haben wir momentan auch Frieden. Interessanterweise sind wir Militär und Wirtschaft beide etwa gleich gut. Etwa ist da das falsche Wort. Wir sind genau gleich gut. Die sind dafür militärisch deutlich stärker als wir. Wirtschaftlich sind wir überlegen. Ja, wir können jetzt halt mit den Leuten sprechen. Wir können uns einschmeicheln oder einen Waffenstillstand erbitten und solche Sachen. Das hier könnte sogar funktionieren. Ich versuch's mal. Dachtest du, du hättest uns im Sack? Ja, 22.000 möchte sie dafür haben, das lasse ich dann aber mal sein. Und hier werde ich erstmal keine weiteren Gespräche führen. Wir wissen aber, dass seine Insel hier ist. Und das hat der gute Herr bisher gebaut. Etwas anders, als wir das machen. Schaut mal, das hier. Ich glaube, dass hier die KI Platz lässt, um da später eine Eisenbahn durchzuführen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube, so soll das funktionieren. Schaut mal, der macht auch schon hier in Weizen und so. Wir sind dabei, wir arbeiten dran. Wir haben jetzt immerhin bald die Ziegelsteine. Wenn wir denn genug Arbeiter hätten, wir müssen weitere Häuser aufrüsten. Machen wir das mal. Ich biete Ihnen meine bescheidenen Dienste an und bin zuversichtlich, dass sich Ihre prekäre Lage bald schon ändern wird. So, Sir Archibald Blake stellt sich vor. Du darfst den alten Willy doch nicht einfach so zurücklassen. Ja klar. Der mag es jetzt nicht, dass wir unsere Stadt schneller entwickeln. Wahrscheinlich haben wir mehr Arbeiter als er. Und hat er Pech gehabt. So, jetzt haben wir zu wenig Bauernkräfte. Jetzt wieder neue Bauernhäuser bauen. Und jetzt kommen wir so in diese Spirale rein. Jetzt habe ich erstmal zu wenig Holz. Jetzt kommen wir in diese Spirale von
Nachschub an Bewohnern aufleveln, um genug Arbeitskräfte zu haben und unten dafür zu sorgen, dass die Grundbedürfnisse weiterhin gestillt sind, obwohl man immer mehr Leute dazu bekommt. So, wir haben eine Aufgabe verfügbar. Ein Arbeiter hat etwas für Sie. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. Wir bekommen dafür einen Bohrer, den können wir in die Handelskammer stecken. Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Und das ist einfach nur ein Geschenk, das müssen wir hier abholen. Das kannte ich tatsächlich schon. Hey, Sie haben Wort gehalten. Ich habe Optimierungsmöglichkeiten aufgetan, die du angehen solltest. Und jetzt sagt Hannah uns, wir sollen eine Handelskammer bauen und da den Bohrer als Item einsetzen, um die umgebende Produktivität zu erhöhen. Das könnten wir vielleicht tatsächlich hier machen. Weil hier halt relativ viele Arbeiter auch im Dienst sind. 25, 25 und hier nochmal 50. Also insgesamt 100 Arbeiter hier. Mal kurz schauen. Die Handwerkskammer. Handelskammer, Entschuldigung. Die kostet natürlich auch Unterhalt. Wie blöd. Viele Bretter. Ziegel, die wir immer noch nicht alle haben. Wir lassen erstmal weiterbauen. Ich möchte hier jetzt erst die Wurstfabrikation herstellen, also die Metzgereien bauen. Dafür brauchen wir 10 Ziegelsteine für 2. Das heißt, Zeit mal auf schnell. Jetzt kommt unser Schiff auch gerade heim hier. Können wir gleich im Inneren nochmal ein bisschen erkunden. Jetzt warte ich erstmal auf 10 Ziegelsteine. Ein Bauer zu wenig. Ja, jetzt ist es passend. Reizend, dich hier zu treffen, Schätzchen. Okay, die nächste Insel. Ein kleiner Rat. Pass immer gut auf dich auf. Zumindest die nächste Bekanntschaft. Jetzt haben wir aber sehr viele Bauern plötzlich zu wenig. Frage ich mich, warum? Wir haben ja keine weiteren Betriebe gebaut. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, Beryl O'Mara hat hier diese Insel in Anspruch genommen. Es ist natürlich nicht so schön. Wir werden unser Schiff mal benutzen, um hier mal so ein bisschen aufzuklären. Segel! Mach dir einfach mal schon die zweite Insel klar. Ich meine, ist okay, aber hängen wir natürlich noch ein bisschen hinterher. Ich baue jetzt die beiden Metzgereien. Läuft das Fließband schneller als sonst? Jetzt haben wir schon wieder zu wenig Arbeiter. Ich muss mal eben kurz gucken, was der Bohrer macht. Ach, der beeinflusst sogar Lehmgruben. Salpeter, das ist ja perfekt. Unterhaltskosten steigen. Produktivität steigt auch. Ach, das ist so ein zweischneidiges Ding. Das möchte ich eigentlich nicht machen im Moment. Aber wir brauchen jetzt dringend neue Arbeiter. Wir müssen viel mehr Häuser haben. Also gut, rüsten wir mal ordentlich auf. Wenn wir gerade so viele Bretter haben, nutzen wir das auch. Und wenn wir hier Nachschub kriegen, dann können wir weitere Häuser hier hochziehen. Ich denke mal, es qualifiziert sich gerade keins.
warten wir einfach ein bisschen ab. Und immer noch negatives Einkommen. Wir sind aber relativ dicht an der Schwelle zu Null. Und dann soll es hoffentlich auch hochgehen. Natürlich, umso mehr Leute wir haben, umso mehr Steuereinnahmen haben wir. Und die Arbeiter zahlen natürlich höhere Steuern. Also wir haben nur 110 Arbeiter, aber die zahlen insgesamt schon über die, oder fast die Hälfte. Ein Drittel zahlen sie von dem, was die Bauern zahlen. Aber wir haben halt eben 470, fast 500 Bauern. Also ein Fünftel Leute, aber ein Drittel der Steuern. Und das wird natürlich nach oben hin immer mehr. Ach, da haben wir jetzt... Ich bin Herr Shuo, Prinzessin Xing. Mein Vater und meine Mutter sandten mich als Botschafterin in diese Gefilde. Ja, Prinzessin King, Xing, irgendwas, hat diese Insel, Peace Lake. Ja, und auch hier sieht man das, ne? Da sind so, obwohl das sind, da sind Ornamente drin, sehe ich gerade. Da sind hier diese Wiesen, hat sie da reingebaut. Das können wir natürlich auch machen. Zum Beispiel hier, wo ich gerade diese Reihe drin habe. Das sieht natürlich nicht schön aus. Das ist einfach Gras. Das finde ich ein bisschen langweilig. Wir stellen mal hier einen Brunnen hin. Ja, hier diese Ubisoft-Club-Sachen. Ne? Also, da halte ich ja eigentlich gar nicht so viel von. Landwirtschaftliche Ornamente. Jahrmarktsornamente. Ist alles schön und gut. Ich bleib mal hier bei den Basics. So. Geht sicher schöner, aber ist erstmal okay. Und wir haben wieder Holz. So, und jetzt müssen wir immer schauen, frisch wie eine Frühlings- ob hier die Bedürfnisse nicht gestillt sind, weil dann haben wir zu wenig von Fisch oder Kleidung zum Beispiel. Da müssen wir dann reagieren. Auch Schnaps müssen wir ständig gucken. Wir können aufrüsten. Und wir sind einkommenstechnisch jetzt auch mal auf der positiven Seite. Sehr erfreulich. Gucken, ob das so bleibt. Schau mal, was ist das denn hier für eine Kutsche? Bakery. Okay. Dabei haben wir gar keine Bäckerei. Aber gut. Ja Leute, dann soll es das für diese Folge auch mal gewesen sein. Das ist der Stand jetzt und ich denke, da kann man ganz gut mit weitermachen. Bitte schreibt mir weiter fleißig Kommentare. Ich bin zwar gerade in so einer Aufnahmeserie. Das ist das neue Sendekonzept auf meinem Kanal. Ich nehme 6 Folgen einer Reihe auf. Die kommen dann und dann kommt 6 Folgen lang ein anderes Let's Play. Und wenn, wenn quasi diese 6 Folgen abgedreht sind und laufen und ihr die Kommentare schreibt, dann gehen all die Kommentare, die ihr hierzu schreibt, dann in die nächsten 6 Folgen mit ein. Also nicht abreißen lassen, eure Kommentare sind herzlich willkommen. Ich freue mich auch einfach über, über Kritik, wenn es denn sein muss. Nein, schreibt einfach, was euch auf dem Herzen liegt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.